Elad Ostermann, wie waren die ersten Wochen als Trainer von TuS Dassendorf? Da reden wir über die erste Woche, also sehr, sehr intensiv natürlich. Wir haben am Sonntag begonnen mit dem Training und Schwerpunkt ist natürlich im läuferischen Bereich, aber die Jungs haben da sehr gut mitgezogen und insgesamt bin ich zufrieden mit dem Einsatz der Spieler. Sie haben es gerade gesagt, seit einer Woche trainieren Sie jetzt mit der Mannschaft. Wie ist Ihr Eindruck der Truppe? Eine sehr talentierte, sehr begabte Truppe, auch sehr leistungswillig. Ich finde, die sind da mit sehr viel Ehrgeiz dabei und versuchen so ihre Grenzen nach oben zu schieben in den Einheiten. Insofern bin ich da sehr zufrieden mit. Am Mittwoch steht dann auch schon das erste Saisonhighlight auf dem Programm. Der HSV ist zu Gast. Wie sehr freuen Sie sich und das ganze Team auf dieses Spiel? Na, erstmal steckt da vom Umfeld her sehr viel Arbeit hinter, was ich bewundernswert finde, weil wir danach ja nochmal so ein großes Spiel haben mit dem DFB-Pokal gegen Duisburg. Das erfordert sehr viel organisatorischen Aufwand. Ich finde es toll, dass der Verein das so auf die Beine stellt, dass er dafür auch insofern belohnt wird, dass wir über 4000 Zuschauer da zu erwarten haben. Ist, glaube ich, für jeden ein tolles Erlebnis, als Hamburger dann auch noch gegen den HSV zu spielen. Der eine oder andere hat ja auch die Hamburger Vergangenheit oder HSV-Vergangenheit noch. Also absolutes Highlight. Sie haben gerade schon das DFB-Pokalspiel gegen Duisburg angesprochen. Duisburg ist sicherlich kein Traum oder Traumgegner. Wie waren die Reaktionen auf diesen Gegner im Team? Die Auslosung haben wir ja nicht unmittelbar gemeinsam alle erlebt. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Los. Beeinflussen kann man es eh nicht. Wir werden uns da gut drauf vorbereiten und hoffen einfach, einen guten Tag zu erwischen. Und was dann passiert, werden wir sehen. Sie standen als Spieler selbst beim DFB-Pokal auf dem Platz. Wie sehr hilft Ihnen diese Erfahrung vielleicht auch für dieses Spiel? Oh, ich glaube, es ist immer wichtig, als Trainer auch viele Situationen einfach selber durchlebt zu haben. Und ich glaube, dass man da mit einer Ruhe rangehen sollte, die Spieler genauso, aber auch dann mit dem Glauben und dem Willen, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Es gibt viele Sensationen im Fußball und jedes Jahr sind im DFB-Pokal die ein oder anderen Überraschungen dabei. Und vielleicht gelingt uns das ja auch. Bis zu diesem Spiel und auch dem Saisonstart bleiben Ihnen jetzt noch ein paar Wochen. Wie wird die Vorbereitung in der nächsten Zeit aussehen? Ja, nach wie vor intensiv und der Hauptaugenmerk liegt natürlich darauf, dass wir uns insgesamt schnell finden als Mannschaft, auch wenn da jetzt nur 5, 6 neue Spieler dabei sind, aber der Trainerstab ist neu und wir bringen natürlich auch so unsere Ideen ein, versuchen das aber gemeinsam mit den Spielern zu erarbeiten. Und das ist natürlich ein Prozess, der niemals endet und der gerade in der Vorbereitungszeit sehr, sehr umfangreich sein wird. Alles klar, vielen Dank, Elad Ostermann.